Ja, jetzt ist es also soweit. Meine neuen Kurse starten wieder und jetzt geht's ans Planen. Bei mir auch und diesmal setze ich wirklich viele digitale Tools ein. Jetzt frage ich mich natürlich, was ich eigentlich in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz berücksichtigen muss, weil das ist ja in Zeiten der Digitalisierung ein ganz ein wichtiges Thema. Ja, da gebe ich dir völlig recht und deswegen schauen wir uns dieses wichtige Thema jetzt gemeinsam näher an. Schon beim Planen eines Lernangebots sollten Bildungsmanagerinnen und Kursleiterinnen darauf achten, dass sie die rechtlichen Vorgaben einhalten. Die DSGVO, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, war 2018 ein großes Thema. Datenschutz ist darüber hinaus auch im nationalen Recht verankert, in Österreich etwa im Datenschutzgesetz, das die DSGVO ergänzt. Nicht erst seit der DSGVO sind wir dazu verpflichtet, mit personenbezogenen Daten sorgfältig umzugehen. Aber durch die DSGVO ist das Thema nochmal ganz deutlich im Bewusstsein vieler Menschen angekommen. Ein Grundsatz der DSGVO ist das Prinzip der Datensparsamkeit und Datenminimierung. Das bedeutet, dass ich nur die Daten erhebe, die ich tatsächlich brauche, um meinen Zweck zu erfüllen. Um zum Beispiel Teilnehmerinnen zu einem Kurs anzumelden, brauche ich eigentlich nur die wesentlichen Kontaktdaten, aber nicht zum Beispiel die Kleidergröße. Ich bin auch verpflichtet, die Daten, die ich von den Teilnehmerinnen erhalte, zu schützen, zum Beispiel gegen Hackerangriffe. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Ich achte ja auch in meinen Bildungsangeboten sehr genau darauf, die personenbezogenen Daten zu schützen und die Teilnehmerinnen zu informieren, wenn ich Daten von ihnen speichere. Sie haben ja auch das Recht auf Auskunft und auf Löschung ihrer Daten. Ganz genau. Neben den Punkten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, gibt es noch ein paar weitere Feinheiten bei der DSGVO. Für alle, die sich da noch genauer informieren möchten, empfehlen wir das Video von Rechtsanwalt Magister Michael Lanzinger aus dem MOOC Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Der Experte erklärt dort wirklich ganz genau und ausführlich, worauf es beim Datenschutz ankommt, gerade im Bildungsbereich. Das ist wirklich eine sehr gute, vertiefende Ressource. Zusammenfassend könnte man sagen, beim Datenschutz im Bildungsbereich ist wichtig, dass man sich an die vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen hält, dass man Daten sehr sparsam erhebt und dass man mit den erhobenen Daten dann wirklich achtsam und sorgsam umgeht. Karin, kannst du vielleicht ein Praxisbeispiel dafür erzählen, wo das besonders wesentlich ist? Ja, also nehmen wir an, ich möchte in einem Kurs ein digitales Tool verwenden und da lege ich jetzt gleich Accounts für meine Teilnehmerinnen an. Und ich denke mir, ach, ich habe ja deren E-Mail-Adresse, deren Name, Wohnort, Geburtsdatum und das gebe ich jetzt dort gleich ein. Achtung, das sind personenbezogene Daten. Wenn ich nicht explizit die Einwilligung der Teilnehmerinnen habe, dass ich die Daten in dieses System eintragen darf, dann sollte ich das lieber nicht machen. Ich darf zwar die Daten der Teilnehmerinnen für den Kurs selbst verarbeiten, aber nicht automatisch für andere Dinge. Datenschutzrechtlich ist es besser, ich versende von meinem Account aus einen Einladungslink und die Teilnehmerinnen melden sich dann selbst an und entscheiden selbst, welche Daten sie von sich angeben. Das wäre also der korrekte Vorgang in dem Fall, ja. Wo wir gerade von Tools sprechen, die Toolauswahl selber ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Als Bildungsveranstalterin oder Kursleiterin möchte ich ja Tools auswählen, die wirklich sparsam und sicher mit Teilnehmerinnen-Daten und auch mit meinen eigenen Daten umgehen. Viele Tools wirken auf den ersten Blick sehr ähnlich, unterscheiden sich aber deutlich darin, wie sie mit Datenschutz und Sicherheit umgehen. Wenn man sich da orientieren möchte, kann man zum Beispiel auf die entsprechende Website gehen und dort den Punkt Datenschutz aufrufen. Nicht erst seit der DSGVO müssen Websites eine Datenschutzerklärung haben. Die sollte man sich genau durchlesen und vergleichen. Fun Fact: Eigentlich haben diese Erklärungen mit der DSGVO wenig zu tun. Primär muss man bei Websites aufklären, welche Cookies gesetzt werden, die personenbezogene Daten, zum Beispiel die IP-Adresse, verarbeiten und weitersenden. Das ist in Österreich aber im Telekommunikationsgesetz, TKG, geregelt. Früher hat man daher die Bezeichnung Cookie-Erklärung verwendet. Jetzt sagt man meistens Datenschutzerklärung, obwohl sich der Inhalt nicht so sehr verändert hat. Wenn es sich um außereuropäische Tools handelt, gilt die DSGVO nicht. Aber es gibt internationale Vereinbarungen wie das US-EU Privacy Shield, die einen Anhaltspunkt bieten, dass es der Anbieter mit dem Datenschutz ernst meint. Außerdem
müssen sich auch außereuropäische Anbieter an die DSGVO halten, wenn sie in Europa tätig sein wollen. Im Tool selbst kann man dann auch noch die Sicherheitseinstellungen ansehen. Wie sind die grundsätzlich voreingestellt? Sind sie einfach auffindbar und veränderbar? Und bei Apps, welche Berechtigungen verlangt die Apps vom Benutzer oder von der Benutzerin und funktioniert sie trotzdem noch, wenn man ihr bestimmte Berechtigungen, zum Beispiel Standort oder Kamerazugriff, nicht gewährt? Hier gilt für die Apps eigentlich der Grundsatz des Privacy by Design, das heißt, dass die Grundeinstellung so sein sollte, dass möglichst wenig Daten verarbeitet und weitergeleitet werden. Ja, kurz gesagt, es kommt darauf an, sichere Tools auszuwählen und die dann auch sicher zu verwenden. Als Erwachsenenbildnerinnen haben wir ja wirklich die Verantwortung, für unsere Teilnehmerinnen einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sie sich mit ihren Daten und Informationen geschützt fühlen können. Ganz genau. Ich finde es auch besonders wichtig, den Teilnehmerinnen zu vermitteln, was für ein wichtiges Thema Sicherheit und Datenschutz ist. Gerade bei Teilnehmerinnen, die noch wenig digitale Vorerfahrungen mitbringen. Da geht es oft darum, erst einmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig Sicherheit und Datenschutz sind und das nicht nur zu erzählen, sondern wirklich im Bildungsgeschehen gemeinsam vorzuleben. Also sozusagen den Schutzschirm aufzuspannen.